Ja, Leute, heute ist es endlich soweit. Pokémon Legenden Arceus kam mitten in der Nacht raus. Ich hab's direkt runtergeladen und ich kann's jetzt spielen. Ja, ich freue mich. Ich hab noch nicht in das Spiel reingeguckt. Ich freue mich, es endlich zu können. Ich hab mir extra keinen einzigen Trailer angeguckt, außer dem allerersten. Und hab jeden stumm geschaltet, der mir irgendwas von dem Spiel erzählen wollte. Hab ich halt wirklich. Auf Deutsch natürlich. Ich habe das Gefühl, gerade kommt kein Sound bei mir durch. Oder ist das Spiel generell leise? Ah, jetzt kommt Sound. Hört ihr mich eigentlich überhaupt ganz gut? Ja, da sollten keine Probleme sein. Ja. Pokémon Legenden Arceus ist ein Pokémon, das mal in der Vergangenheit spielt. Auch nicht wie die anderen Pokémon, das ist mehr so MMO-mäßig. Also so Open World. Ich freue mich. Ihr Mensch nennt mich Arceus. Ja, mein Gott, mein Gebieter. Lass mich dein Gesicht sehen. Nein, davor habe ich Angst. So. Es gibt natürlich wieder keinen Kerl mit einer Langhaarfriese. Also komm her, Mädel. Mein Char hat lange Haare oder gar nicht. Mir ist scheißegal das Geschlecht, es müssen lange Haare her. Fertig aus. Ist mir egal, wer mich in Zukunft dafür ermeckert. Ich spreche es einmal kurz für YouTube eben aus. Der erste Part auf YouTube ist ungeschnitten. Aber dafür halt eine anderthalb Stunde lang. Beziehungsweise 2 Stunden, je nachdem, wie lange ich jetzt spiele. Danach die folgenden Parts, die werde ich mir halt so in 20 Minuten Parts versuchen reinzuschneiden. Damit das schon mal geklärt ist. Ja, natürlich heiße ich Shining, ne? Mein Kanal heißt so, ich nenne mich so. Meine Kollegen kennen mich so. Wie gesagt, mir ist scheißegal, dass ich weiblich. Hauptsache, ich habe lange Haare. Das ist mein einziges Kriterium, was ich habe an Charakter. Alles andere ist mir egal. Oh, ich bin immer in einer altfremden Welt, sogar jetzt gerade, auch wenn ich das Spiel nicht anhabe. Manchmal kommt es wirklich so vor. Wenn ich so manche Menschen sehe, denke ich mir noch, wo bin ich hier gelandet? Aber ich denke mal, dieses Gefühl habe nicht nur ich immer. Oh, begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Okay, ich habe einen Job. Das wird irre viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin im Weltraum. Warte mal, für solche Sequenzen mache ich sogar mich immer weg. Damit ihr die voll sehen könnt. Hallo Arceus. Was machst du mit meinem Handy? Das habe ich gerade frisch gekauft. Noch nie eine Lage neu. Endlich mal kein 0815-Start von Pokémon. Sonst war das ja immer so eintönig. Ja, du bist angekommen im Dorf. Jeder weiß, wer du bist. Holst dir ein Pokémon, ab auf die Reise. So war Pokémon bisher immer. Hallo! Wach auf! Wach auf! Ich werde den Text auch vorlesen. Im Let's Play lebst du noch? Jo, ich lebe noch. Also es soll ja im ganz alten Sinnoh spielen, das Spiel hier. Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist? Ein Glück, dass du noch lebst. Mich erschreckt ja eher mehr das da hinten. Wo bin ich hier?
Das hier ist der Strand des Ausbruchs. Hat der Schock durch den Fall etwa dein Erinnerungsvermögen beeinträchtigt? Nur davon mal abgesehen, deine Kleidung ist wirklich seltsam. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Eher nicht. Verstehe, du bist ziemlich du siehst ziemlich verloren aus. Weißt ja wenigstens, wo du hin willst. Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Ich weiß es nicht. Oh dear. Du kennst hier also niemanden und weißt nicht einmal, wo du die Nacht verbringen sollst. Ich hab's noch nicht gelesen und wusste, was da steht. Du scheinst in ganz schönen Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du so überhaupt überleben? Irgendwie wird's gehen. Wenn ich mich zwischen den dreien da entscheiden muss. Meine Auswahl liegt zwischen Bautz und Feuerriegel. Oh ja, das hatte ich ja ganz vergessen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen jetzt nicht mitgelesen habe. Ich jagte gerade meinen laufenden Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ich lese aber nur von story-relevanten Charakteren den Text vor. So von NPCs, die so 0 auf 15 in der Gegend rumstehen, lese ich nicht vor. Im Übrigen, ja, ab hier packe ich auch mal meinen Avatar mal wieder hin. Kurios, aber sie haben es gesehen. Ach ja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Natürlich! Ich finde das übrigens interessant. Mir wurde so ein Action-Code, weil ich das im Vorbesteller gemacht habe, geschickt. Und ich konnte ihn bisher nicht einlösen. Selbst nachdem ich das Spiel runtergeladen habe. Ich gucke nach dem Stream, ob ich den dann endlich einlösen kann. Ansonsten fühle ich mich gescammt. Ein Glück. Du bist zwar vom Himmel gefallen, aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Dann weiß also, dass diese wundersamen Lebewesen hier Pokémon genannt werden. Und, wie lautet dein Name? Shining. Aha, du heißt also Shining. So einen Namen habe ich noch nie gehört, aber er hat sicher eine tolle Bedeutung. Oh, entschuldige, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Lavin. Ich bin Pokémon-Professor. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Nicht, dass hier schon die Grammatikpolizei kommt. Das heißt, ich bin ein Forscher, der mehr über Pokémon herausfinden möchte. Und dann versuche ich zum Beispiel mit den... Ciao! Och nö! Meine lieben Pokémon, warum lauft ihr nur ständig davon? Bitte hilf mir, die drei einzufangen. Feuerriegel oder Bautz, wenn ich mich entscheiden kann. Ich mag die Feuerriegel, beziehungsweise Iglava und Tornupto. Aber Silvaro am Ende finde ich halt auch nice. Nebenbei, mich interessieren keine Tierlisten, Meta-Pokémons oder sonst irgendwas. Und mich interessieren auch keine Shiny-Hunts. Also, könnt ihr es euch jetzt schon mal verbuchen? Fragt nicht danach. Ob ich irgendwie so eine shiny Hand mache oder sonst irgendwas in der Art. Da könnt ihr Jahre warten. Liegt da mein Handy? Da liegt mein Handy. Ah, das hat mein Handy umgewandelt. Wie kann er nur? Du, heb das mal auf. Ich hol mir mal kurz was zu trinken, weil ich es vergessen habe. Du hebst etwas auf, was einem Smartphone ähnelt. Es könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Du spürst eine seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Alter, dat Face. Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen.
Ich vertraue dir dieses Arceus Phone um folgende Aufgaben an. Begegne alle Pokémon. Ich werde so viel zu tun haben. Im Übrigen, der erste Stream ist safe, solo. Ich weiß nicht, wie der Multiplayer von dem Spiel ist. Ich hoffe einfach darauf, dass man in einer Welt zusammen rumlaufen kann und nicht, dass man einfach nur stumpf Pokémon-Kämpfe bzw. Tausch miteinander macht. Das wäre awesome. So, ist schon wieder daneben. Ah, meine neue Freundin aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokébälle geworfen, um die Pokémon zu fangen, doch ohne Erfolg. Warte mal, wenn Skill gebraucht wird, ziehe ich mal eben kurz den Wohlfühlhandschuh aus. So nenne ich den jetzt ab sofort. Weil meine Wunde ist mittlerweile recht gut verheilt. Ich kann den Controller wieder sehr gut halten. Soll ich dir wohl erstmal etwas über die drei Ausreißer erzählen? Warte mal, wir machen das jetzt so. Ich suche mir mal eben kurz eine Coinflip-Seite raus. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Weil ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden. Ich lasse einfach die Münze entscheiden. Wo habe ich's? Irgendwo habe ich es mir doch jetzt gerade runtergeladen. Funktioniert so offenbar nicht, wie ich es mir vorstelle. Doch, da ist es. Funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle? Nee, das wird nur als Bild runtergeladen. Schade. Dann mache ich jetzt einfach in Real Life eben kurz Münzwurf. Und sag euch dann, was da rausgekommen ist. Zahl, ich nehme Bautz. Kopf, ich nehme Feuerregel. Zahl. Zahl bei Bautz. Okay. Ich hoffe, ich habe mich nicht versprochen. Ich bin so einer, der vergisst, was das in 3 Sekunden passiert ist, aber was vor 5 Jahren passiert ist, behalte ich. Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen, den Text vorzulesen. Autsch! Dort drüben ist Feuerregel. Die Flammen auf Feuerregels Rücken lodern kräftiger, wenn es wütend ist oder erschreckt. Otero! Das Pokémon im Teich ist Otero! Otto treibt gern schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe des wuschelähnlichen Objekts an seinem Bauch. Das klingt so sehr nach Sunny. Würde ich dich nehmen, ich würde dich jetzt in Sunny nennen. Ich hoffe, ihr mögt es übrigens, dass ich hier extra versuche, so andere Stimmlagen für die Pokémon auch zu machen und für so manche Charaktere. Könnt mir da ja Feedback geben, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Ach, na sowas. Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erklären. Und zwar, wie man Pokémon fängt. Hier hast du ein paar Pokébälle. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. 50! Die sehen hier aber ganz anders aus. Warte mal, ich zoome noch mal rein. Die sehen hier anders aus wie die Standard-Pokébälle, die ich kenne. Ja, ich weiß, ich kann auch über OBS oder irgendwelche anderen Dateien das machen, aber ich nutze auch immer gerne einfach das, was mir die Switch hier schon vorgeliefert hat. Oh, sorry, das genügt wohl nicht. Ich habe gerade was gesehen, das ich jetzt umgeändert habe. Das genügt wohl nicht als Erklärung. Dann hör gut her. Ich sagte ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst dich sicherlich, was an ihnen so wundersam ist. Und jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenschrumpfen. Und da kommen Pokébälle ins Spiel. Die wurden erst vor kurzem erfunden. Wenn ich jetzt das Jahr erfahre, dann weiß ich, wann Pokébälle entstanden sind. Wenn man einen Pokéball auf einen Pokémon wirft, wird es ganz klein und passt dort hinein. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte hilf mir, meine drei Ausreißer wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe dabei leider nur selten ins Schwarze. Ich verstehe übrigens nicht, warum man Pokémon-Bälle nicht wieder aufheben kann, wenn sie daneben gegangen sind, weil vom Prinzip funktionieren sie ja noch.
Auch wenn das Pokémon jetzt rausgekommen ist, der Ball funktioniert noch. Du kannst Pokémon fangen, indem du Pokébälle aus, halte die ZR-Taste gedrückt, um deinen Wurf vorzubereiten und dann schmeiß ihn mit Vollgas wie ein Baseball-Pitcher den Ball ins Gesicht. Nein. Ja, wenn ich die Taste loslasse, dann werfe ich. Otaro war am Teich. Habe ich gesehen. Da ist Feuerriegel. Wo ist Bautz? Bautz war, glaube ich, hier oben irgendwo. Oder? Bautz, wo warst du? Bautzi. Die Münze hat entschieden. Da oben ist Bautz. Ich weiß halt nicht, ob es einen Unterschied macht, in welche Reihenfolge ich die fange. Deswegen fange ich immer sicherheitshalber zuerst. Los! Voll ins Gesicht. Meins. Ja! Hab's geschafft. Oh, wundervoll. Du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst wie ein Naturling zu sein, Shining. Ach, wer kann, der kann. Warte. So. Jetzt ist die Welt wieder im Lot. Ne? Aber ich kann das Spiel ein bisschen lauter stellen. So. Eine Begabung fürs Fangen von Pokémon ist sehr nützlich, wenn man hier lebt. Es sind noch zwei entlaufende Pokémon übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Nee, ich habe bisher gute Erfahrungen mit denen gemacht. Kann ich auch einen Weitwurf machen? Ich glaube, ich hätte ihn fast getroffen. Ja, man kann einen Weitwurf machen. Und einmal daneben gegangen, heißt es verkackt. Verstehen nur nicht, wieso. Fantastic, Shining. Eigentlich war fantastisch. Warum ist die deutsche Übersetzung mal wieder Schrott? Dabei gibt es so viele Leute, die Angst davor haben, sich Pokémon auch nur zu nähern. Geschweige denn, sie zu fangen. Ein Pokémon fehlt noch. Mach dich auf die Suche und halte einen Pokéball bereit. Ja, der ist ja auch so sehr versteckt, der Otaro. Hab dich. Otaro wollte nicht. Ach ja, das passiert schon mal. Ein Pokéball zu werfen heißt nicht, dass man das Pokémon garantiert fängt. Versuch es einfach nochmal. Wo bist du hin, Otaro? Wo bist du hingeflüchtet? Ich ziehe dir auf die Nase. Mit B breche ich übrigens wieder ab. Hab ihn. Muss ich eigentlich daneben stehen oder reicht aus, sie einfach gefangen zu haben? Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die. Diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden. Und hören noch auf niemanden. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, könnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Muss schon sagen, Shining. Dein Umgang mit Pokébällen hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade erst hier angekommen und zeigst schon solch kühnes, solches Können darin, die Pokémon zu fangen. Woran liegt das nur? Ja, ich habe ja Erfahrung darin. Es kommt mir so vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für dein Erscheinen hier. Arceus. Begegne alle Pokémon. Es ist also ein Arceus-Phone, sagst du. Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex in dieser Region zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Es handelt sich dabei um ein wertvolles, monumentales Forschungsprojekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie erst gefangen werden.
Pokebälle wurden erst kürzlich entwickelt. Daher gibt es nicht viele Leute, die gut genug mit ihnen umgehen können, um Pokémon zu fangen. Dann tauchst du plötzlich hier auf, mit einem Talent zum Fangen von Pokémon. Du willst allen Pokémon begegnen? Ich möchte alle Pokémon fangen. Wir können uns gegenseitig helfen. Was sagst du dazu? Wollen wir uns zusammenschließen? Klingt gut. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wo du herkommst, aber wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du mehr als willkommen. Exzellent! Dann lass uns erstmal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja auch noch um Essen, Kleidung und eine Unterkunft für dich kümmern. Folge mir, ich bringe dich direkt nach Jubeldorf. Ja, wie gesagt, dieser Riss ist mir sofort aufgefallen. Der da. Ist wahrscheinlich irgendwas von Arceus. Seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für euer wachsames Auge. Diese junge Dame hat mir und meinem Pokémon einen großen Dienst erwiesen. Deswegen möchte ich sie ins Dorf geleiten. Ich wiederhole, mir ist das Geschlecht egal. Ich habe lange Haare, mein Avatar hat lange Haare, mein Charakter muss auch lange Haare haben. Fertig aus. Ja, damals war noch alles einfach. Ach stimmt, ich wollte euch ja alles zeigen, ne? Hier geht es lang, bitte folge mir. So, ich darf wieder frei rumlaufen. Hier ist der Galaktik-Expedition zu verdanken. Ich hab nicht Ende gelesen. Ich weiß, dass es für dich... Mann! Ist ja gut, ich lese das nicht vor. Ich darf nicht. Das Duo wurde erst vor 2 Jahren gegründet, bla bla bla. Ich darf eh nicht zu Ende lesen. Du trägst für mich sonderbare Kleidung. Die reagieren sogar darauf, wenn ich da langkomme. Oh, eine Bekannte des Professors. Ja. Huch, jetzt hätte ich fast etwas vergessen. Ich muss noch schnell Bericht darüber erstatten, dass wir die laufenden Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Es nennt sich heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du diese Brücke überquerst. In Arceus Folgen scheint auf irgendwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft weist ihr Weg zum Zielort. Achso, ich habe eine Karte erhalten. Ja toll, ich habe mit Minus eine Karte. Und ich habe einen Wegweiser. Kann ich mir auch selber irgendwie einen Wegepunkt setzen? Ich kann mir zumindest einen Stempel irgendwo hinpacken. Ja, in meinem Rucksack habe ich natürlich so gut wie noch nichts. Ich gehe mal davon aus, dass Forschungsfibel speichern ist. Nee, da ist speichern. So, ich soll hier warten. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt. Aber ich hab Hunger. Was bist du denn für eine? Und was für seltsame Gewänder du trägst? Mit diesem dünnen Stoff bist du erledigt, wenn du vom Pokémon angegriffen wirst. Da du ins Dorf gelangt bist, muss dir jemand die eine Erlaubnis dazu erteilt haben. Kennst du vielleicht Professor Larven? Er ist aus einer entfernten Region angereist.
Allerdings ist nicht viel Verlass auf ihn. Seine Pokémon laufen ihm ständig davon. Erst vor kurzem sind schon wieder 3 ausgebüxt. Ich hätte sie ja eingefangen, aber leider war ich außer Gefecht gesetzt, weil mich ein Pokémon mit der Attacke Donnerschock getroffen hatte. Ist genau wie Lumius gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Huch. Aber mach dir keine Sorgen. Shining hier wird uns ab jetzt helfen. Wie bitte? Wollen Sie dieses Mädchen etwa in den Forschungstrupp aufnehmen? Wir sind unverantwortlich. Wir können doch nicht einfach jede dahergelaufene Gestalt anwerben. Ich gestatte es. Oh. Huch. Aber wären Sie überhaupt, Sie über die notwendigen Fähigkeiten für den Forschungstrupp verfügt? Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Ich habe vom Professor Larven gehört, wie du die laufenden Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du uns deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst. Dann will ich dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Ich mache das nur einmal jetzt hier mit den Stimmen. Ich glaube, in Zukunft lasse ich das, sofern ihr das nicht wollt, dass ich es lasse. Also wenn ihr das unbedingt wollt, kann ich es noch weitermachen mit den lustigen Stimmen, aber ansonsten... du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Also kannst du auch wie eine Erwachsene für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Bloß du solltest wissen, dass wir eine Fremde wie dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Es klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Ach, das ist der Kerl. Kommandantin, möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unsere Besucherin. Ich verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Oh dear, einbrötlerisch wie eh und je. Also dann, alles weiter besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Aber ich darf nicht. Hallo Mobeshi, ich nehme wie immer die Kartoffelmochi. Heute aber 3 Portionen bitte. Vielen Dank Mobeshi, deine Kartoffelmochi sind köstlich wie immer. Ach, jetzt darf ich. Professor Larven, wo haben Sie diese Fremde überhaupt aufgetrieben? Nun, sie ist aus dem Loch im Himmel gefallen. Du weißt schon, dem Riss im Raum-Zeitgefüge. Meinen Sie das ernst? Ich bin Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Für mich zählen nur Fakten. Es ist allgemein bekannt, dass es hier in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, man findet sie wirklich überall. Auf Wiesen, in Wäldern, im Meer. Und die Mission des Forschungsgruppes besteht darin, herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Eins ist sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Ja, also manche schon. Man weiß nie genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Vieles ist noch unerforscht. Und hier kommt Shining ins Spiel. Hallo. Mir ist es gelungen, 3 Pokémon anzufangen. Hörst du? Ganze 3 Pokémon hintereinander. That's incredible. Einfach unglaublich. In der Galaktik-Expedition gibt es niemanden, der über ein solches Fangtalent verfügt. Mit ihrer Gabe können wir endlich unsere Untersuchung starten. In der jetzigen Zeit, wo ich herkam, ist das normal. Da bin ich sogar weniger begabt. 3 Pokémon, das ist nicht ohne. Wir tun uns schwer damit, auch nur ein einziges zu fangen, während wir von einem wilden Pokémon angegriffen werden. Nun ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass sich unsere Freundin hier den Weg ohne Angst, den Pokémon ohne Angst genähert hat. Und dadurch war es ihr möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Hey, ihr vom Forschungstrupp! Habt ihr wirklich die Muße, unbekümmert Fremde einzuladen,
und euch den Bauch vollzuschlagen? Die Kommandantin hat drinnen gerade 10 Portionen Kartoffelmochi verdrückt. Und macht sie sich aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Frustessen von Kommandantin Celestis wird bald ein Ende finden. Greifst du, Shining? Wenn du der Galaktik-Expedition beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Untergriff keine Sorgen mehr zu machen. Ja, da freut mich doch. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Ah, ein wahrer Gaumenschmaus war das. Machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen, Professor? Was, wenn Shining die Prüfung nicht besteht? Dann kann sie dem Forschungstrupp nicht beitreten. Bei ihrem Können mache ich mir keine Sorgen. Shining wird ganz sicher bestehen. Ich hoffe, Sie behalten recht. Shining war dein Name. Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Das da hinten? Krieg ich noch Kleidung? Doch, solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben. Wurde ich im schlimmsten Fall ein qualvoller Tod erwartet. Mann, seid ihr streng. Braucht doch auch nur einen Schlafplatz. Kommandantin Celestis ist unerbittlich wie die Hui-Isui-Region. Sie will keine Schwäche zeigen. Schließlich geht es ihr auch darum, uns alle zu beschützen. So, meine Freundin aus dem Himmel. Ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem neuen Bett. Scherz beiseite, ich wünsche eine gute Nachtruhe. Och, das ist ja nett. Ruh dich gut aus. Ein Mensch, der aus dem Himmel fällt. Wer um alles in der Welt bist du bloß? Ja, ein Zeitreisender. So, da soll ich hin. Da wandere ich dann auch direkt hin. Oh, der Schlafplatz ist angenehm. Kann ich Sachen untersuchen? Ja. Ich darf Sachen untersuchen. Das wird wahrscheinlich mein Quartier in generell. Was sind das für Schriften? Die Forschungsfibel enthält wichtige Informationen, die dir bei deiner Forschung in der Isui-Region helfen werden. Okay, mit dem Aufwärtsknopf kann ich das öffnen. Natürlich regelmäßig speichern. Das automatische Speichern würde ich tatsächlich sogar anschmeißen eben. So. Einstellungen. Ah, ist sogar schon aktiviert. Okay. Ja, dann lege ich mich schlafen. Da passiert was. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Am nächsten Tag. Hey, bist du wach? Letzte Nacht hat es ganz schön gewittert, was? Jedenfalls solltest du dich besser beeilen. Ist es überhaupt wichtig, eigentlich demnächst hier Items zu speichern? Hier in dem Haus? Kann ich die nicht alle mitnehmen? So wie bei alten Pokémons? Hier ist dir sicher alles fremd, aber konntest du trotzdem gut schlafen? Es ging. Na dann, auf zum Hauptsitz. Du solltest Kommandantin Celestis nicht warten lassen. Ja, bin schon auf dem Weg. Oh, Sarah Lilly mag was besonders?
Wenn du eine löchige Apipikoko auf einen Pokémon wirfst, erzeugst du eine günstige Gelegenheit, es zu fangen. Kann ich denn schon was kaufen? Offenbar nicht. Ich weiß nicht mal, was davon alles Läden sind. Muss ich alles noch erkunden. Die geben mir 100 pro noch Kleidung. Das ist der Galactus-Hauptsitz. Ziemlich imposant, oder? Halte durch, was ist passiert? Ich wurde vom wilden Pokémon angegriffen. Ich habe meinen Partner-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Was kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist? Du musst besser auf dich aufpassen. Dein Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Ja. Wenn du die Prüfung nicht bestehst, könnte dir außerhalb des Dorfes der Tod drohen. Wobei, so ohne Partner-Pokémon wäre ich nicht einmal sicher, ob du die Prüfung selbst überlebst. Kommandantin Celestin, Shining ist hier. Verstanden, tretet ein. Eigentlich müsste da noch so ein ernster Unterton hierher, aber lassen wir mal. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Bidiza, ein Starlili und ein Scheinungsfang. Ja, das ist ja easy. Drei Pokémon auf einmal, das ist bisher noch niemandem gelungen. Hast du nicht gestern drei Pokémon gefangen? Entschuldigung, vergessen. Wenn es stimmt, was Professor Larven erzählt hat, müsste diese Prüfung ein Kinderspiel für sie sein. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Hier, du darfst dir die Tasche für die Prüfung ausleihen. Die gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Was kriege ich alles? Ein bisschen unbequem. Die Tasche passt überhaupt nicht zu deiner eigenartigen Kleidung. Nun mach dich auf den Weg. Lumios hilft dir, falls es Probleme geben sollte. Die Prüfung ist doch mega easy. Warum so schwache Pokémon? Hier entlang, Shining. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich weiß schon, warum der erste Part an Cut ist. Hallo ihr beiden, guten Morgen erstmal. Professor Larven, was ist denn los? Shining muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokédex. Und naja, damit sie hier überlebt. Deswegen will ich hier als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Bouch! Feuri! Nun denn, Shining, suche dir eines dieser Pokémon als Partner aus. Die Münze hat entschieden, dass es Bouts wird. Mit einem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Bouts. Bouts. Möchtest du Bouts zu deinem ersten Partner machen? Jo. Bouts! Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist nun also dein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokémon, in dem sich Bouts befindet. So, Bouts. Wir beide sind jetzt Kumpel. Und da kommt nichts dazwischen. Achte immer darauf, welche Pokébälle leer sind und in welchen sich ein Pokémon befindet. Feuri! Otto! Die anderen beiden Pokémon scheinen Bouts anzufeuern. Achso, ich dachte, die sind traurig, weil sie nicht mitkönnen. Oder wollen sie dich vielleicht auch begleiten? Da könnte etwas dran sein. Schließlich sind sie genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebürgt, als Shining vom Himmel gefallen ist.
Aber keine Sorgen, ihr beiden könnt mir erst einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Wahrscheinlich könnten sich die irgendwie noch kriegen. Welches Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I see, verstehe. Drei verschiedene Arten aus dem Obsidian-Grasland also. Dann nimm bitte diese Pokebälle mit. Ich krieg noch mehr geschenkt. Nochmal 20. Sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es wird Zeit. Zum Obsidian-Grasland geht es durch das Tor links vom Hauptsitz. Die Tasche passt halt null zum Outfit. Wirklich null. Links. Da. Was mache ich? Mal Unsinn. Es ist doch kein Tor. Weißt du, links vom Hauptsitz. Die meinten das andere links. Kannst du auch die ganze Zeit neben mir laufen? Nö. Ich behalte dich trotzdem mal so, damit ich nicht aus Versehen Pokebälle verschwende. Warte mal. Bautz, guck mal für mich nach, was auf dem Dach ist. Schade. Hätte ja sein können. Lagerkiste. Noch darf ich nichts da drin lagern. Oh, was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ich bin Volo, ein Mitglied der Ginkgo-Gilde. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel herabgefallen sein. Das wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, und du hast auch ein Pokémon bei dir. Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt in der Natur eines jeden Händlers, allerlei ungewöhnliche Dinge auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? Gerne. Du gefällst mir immer besser. Jemanden wie dich trifft man nicht alle Tage. Mir ist so ungekommen, dass du eine Prüfung ablegen musst. Dann ist ein Kampf doch genau das Richtige, um dich darauf einzustimmen. Denk daran, wenn die KP deines Pokémon auf 0 fallen, hast du verloren. Ist sie dann, auf geht's. Ah, es gibt also auch Trainerkämpfe. Na los. Wir machen das, Bautz. Los, Windstoß. Und ich trete ihm so lange ins Gesicht. Nochmal Windstoß. Einmal noch, dann hast du es. Easy. War sogar ein Crit. Pokémon-Attacken, Items, nutze sie weise und ich kann dich aufhalten. Ich habe keine Items außer meinen Pokébällen. Ja, die neue Attacke wirst du auch brauchen. Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken und werden auch stärker. Ja, die können dann mehr Attacken nutzen, ne? Ah, hier kann man die Attacken frei auswählen. Leider gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn doch nur jeder wüsste, wie man Pokébälle nutzt. Einen Moment, ich werde unsere Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Hi Happy. Ich krieg Tränke. Ich verlinke es jedes Mal in meinem Discord-Gruppen-Channel, wenn ich streame. Nimm diese Tränke als Zeichen meines Dankes, meine himmlische Freundin. Der Trank ist hier wesentlich nützlicher als die bei jedem anderen Pokémon.
Der ist von Anfang an besser als der Supertrank. Nutze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Geh einfach mal davon aus, dass du ein Junge bist. Je mehr die Galaktik-Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft. Tschüss. Also ich stream schon sehr lange auf Twitch. Bei der Prüfung geht es zwar ums Fangen, aber deine Kampffähigkeiten werden dir sicher auch von großem Nutzen sein. Das stimmt mich schon etwas zuversichtlicher. Dann mal aus dem Obsidian Grasland. Ja, wenn ich da rausgehe, dann komme ich da hin. Komm, ich skippe jetzt einfach mal den ganzen Text. Ich werde bestehen, keine Sorge. Ja, ich bin Shining. Oh, so ist das Reisesystem. Okay. Da will ich hin. Das ist also das Obsidian-Grasland. So, ein Beditzer soll ich fangen, ein Scheinux und was war das dritte? Staralili, glaube ich. Das ist das Basislager. Von hier aus starten wir unsere Erkundungen. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon 3 verschiedene Arten zu fangen. Ja, ich lag richtig. Kann ich auch so schicke Klamotten kriegen wie ihr? Ich will mit eigenen Augen sehen, ob der Professor die Wahrheit gesagt hat. Professor, was machen Sie denn hier? Nun ja, die Kommandantin hat mich vorhin herbeizitiert. Und sie hat deutlich gemacht, dass ich die volle Verantwortung trage, sollte etwas passieren. Die Kommandantin ist wirklich unerbittlich. Was sollen Sie denn schon ausrichten? Aber es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendetwas zu tun. Shining hat alles im Griff, da bin ich sicher. Einer, der mir Vertrauen hat, wenigstens. Das ist nett. Aha, das macht die Last auf meinen Schultern nicht leichter. So viel Verantwortung gefällt mir nicht. Ach, ich weiß, was du meinst. Aber Shining wird das schon schaffen. Lass uns jetzt mit der Prüfung beginnen. Nochmal zur Erinnerung, von Hauptcharakteren lese ich vor, was die sagen, von Nebencharakteren eher weniger. Also so vom Basis-NPCs. Was kann ich denn da herstellen? Nix. Okay, auf in die weite Welt der Pokémon. Das hier ist der Ambitionshügel. Ihr könnt mir natürlich auch schreiben, wenn ihr nicht wollt, dass ich alles vorlese. Ja, ne, wisst ihr was, ich mach das jetzt ab jetzt, glaube ich, auch. Weil sonst, ich sehe jetzt schon halt, dass wir bei 50 Minuten sind. Und allein dadurch, dass ich hier fast alles vorlese. Ja, man hat mich zum Fangen-Genie erklärt, das stimmt. Also ab und zu lese ich noch vor, was die sagen. Der Beditzer ist geschenkt. Ins Gesicht! Ich habe einen Beditzer. Ja, jetzt fehlen nur noch zwei. Also so gerade spontan umentschieden. Ich mache es doch nicht, dass ich alles vorlese, weil das streckt den Part halt wirklich einfach. Och, ich darf nicht laufen, wie ich möchte. Aber ich will den Rettich da haben. Ich will das haben. Du, Lümmel. Staralili. Ciao. Ja, dafür haben wir das hohe Gras, ne? So, wie ducke ich mich? Mit B.
Ich bin bereit. Los geht's. Blattwerk. Ich will es ja schwächen, nicht umbringen. So, ein Windstoß jetzt noch oben drauf. Ja, hat so gereicht. Und es ist abgehauen. Ja, na gut. Oh, das sind Aprikosen. Da. Bam. Ich will die Aprikosen mitnehmen. Und damit ist Daryl Lily auch gefangen. Ja. Also Talent ist das jetzt nicht, wenn man das vergleicht mit der Region, wo man normalerweise ist, ne? Ja, Aprikosen, ne? Das weiß ich schon. Aber mit X kann ich das dann auswählen. Ah, mein Pokémon kann für mich Sachen einsammeln. Sammel mir was. Was kriege ich, wenn ich ihn auf den Stein werfe? Ich werde es nie herausfinden. Na? Vielleicht auf dem Stein? Hat auch keine Wirkung. Da ist ein Shinux. Easy going. Shinux sind aggressiv veranlagt. Ja. Es ist überrascht. Ja, die muss man vorgeschwächen, ne? Ja, sie lassen sich nur während eines Kampfes fangen. Ja, während des Kampfes ein Pokémon werfen, das kennen wir ja alles. Das ist halt wirklich geschenkt, ne? Ich wähle dich. Ich geh mal aus dem Weg, ne? Los, Blattwerk! Ich werf einen Pokéball. Drin geblieben. Danke für dieses Geschenk. Ist es denn möglich? Du hast es wirklich geschafft, alle drei Pokémon zu fangen. Du bist tatsächlich ein Fang-Genie. Wie gesagt, nicht mal alles, aber ab und zu werde ich jetzt vorlesen. Professor Larven war sicher sprachlos. Jetzt hörst du vom Himmel und dann fängst du seine entlaufenden Pokémon eins nach dem anderen wieder ein. Ich muss es auch erst mit eigenen Augen sehen, bevor ich den Worten des Professors Glauben schenken konnte. Aber es besteht keinen Zweifel, du hast alle drei Pokémon gefangen. Damit hast du die Prüfung bestanden. Ja, das war auch geschenkt. Also, ich bitte euch. Das war wirklich geschenkt. Wonderful. Natürlich hatte ich genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Gratulation, Shining. Das war der erste Schritt zu deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was? Das ruft nach einem Erinnerungsfoto.
wisst ihr, Pokébälle gingen bisher noch nicht, aber die Foto-Kamera, die habt ihr geschafft. Shining hat wirklich Talent, das muss ich anerkennen. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandanten Celestes Bericht erstatten. Ich hoffe, ich laber euch jetzt nicht hier einen weg. Du kannst die Pokémon, die du gefangen hast, bald auf der Weide im Dorf behüten lassen. Übrigens ist es möglich, bis zu 6 Pokémon bei sich zu tragen. Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal verbracht hat. Ja, ich bin der Erste. Kommandantin Celeste erwartet unseren Bericht, auch zum Hauptsitz. Der Kommandantin wird bestimmt die Kinnlade runterfallen. War ja auch easy. Welches Level habt ihr überhaupt? Och, ihr seid ja putzig. Grinden ist, glaube ich, auch offscreen teilweise. Ja, du alter Stinkstiefel. Es sieht so aus, als wärst du dem qualvollen Tod in der Wildnis wohl doch entronnen. Meine Glückwünsche. Du hast die Prüfung bestanden. Die Tasche darfst du behalten. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Aufgrund deines fragwürdigen Hintergrunds hatte ich deine Prüfung absichtlich schwieriger gestaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass du sie bestehen würdest. Das war ja auch easy. Hier für dich die Uniform des Forschungstrupps. Und die hat in deine Hand gepasst, oder wie? Du kannst dich im Quartier umziehen, in dem du gestern geschlafen hast. Beeil dich und begib dich danach umgehend zum Büro des Expeditionsleiters. Er befindet sich hier in der 2. Etage. Zieh deine Uniform an und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Das ist deine erste Mission als Mitglied des Forschungstrupps. Ist ja gut, ich gehe mich umziehen. Ich mache heute wahrscheinlich auch 2 Streams zur Abwechslung. Einen jetzt und hinterher nochmal einen. Ich sage extra hinterher, weil ich gleich noch was vorhabe nach 4 Uhr. So, wo ziehe ich mich um? Hier. Ja, ich möchte mich umziehen. Man kann hier auch immer sehr viel Kleidung sammeln. Und die Forschungsschuhe. Sind jetzt aber nicht sonderlich stylisch, aber man nimmt sie. Das ist zumindest stylischer, als was ich vorher hatte. Jetzt habe ich die Uniform des Forschungstrupps. Jetzt bin ich nicht mehr so auffällig. Mit der Uniform des Forschungstrupps wirkst du direkt wie eine von uns. Aber ich frage mich, wie die Kommandantin so schnell eine Uniform für dich auftreiben konnte. Du hast dich also umgezogen. Das Zimmer, das wir dir gestern bereitgestellt hatten, kannst du ab jetzt immer benutzen. Das hier sollst du ebenfalls haben. Danke für die Mütze. Auch wenn die Pott hässlich ist. Nun geh und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Ist einfach nur so ein hässliches Tuch. Welche Tür? Ich bin sowieso noch nicht weit genug oben. Du erinnerst mich an einen Arenaleiter. Ich weiß gerade nur nicht an welchen. Es gibt so viele. Du hast mich ja ganz schön warten lassen. Ey, ich bin der einzige Erfolg, den du vorbeißen kannst. Ich bin Dean Boku, der Leiter der Galaktik-Expedition. Und du bist Shining, richtig? Jawohl.
Ich weiß im Großen und Ganzen Bescheid. Auch darüber, dass du aus dem Riss im Raumzeitgefüge gefallen kamst. Also dann zeig mir mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Stell dich mir im Zweikampf. Ja! Er hat mich übers Knie gelegt, ne? Eine Robotechnik musste zwar noch fallen, aber ich erkenne da Potenzial. Und du wolltest wissen, dass ich hier nicht dass dir hier nicht jeder über den Weg trauen wird. Schließlich bist du urplötzlich aus dem Himmel gestürzt. Manche halten dich womöglich für eine Botin des Unheils. Jetzt hör mal auf mit dem Yu-Gi-Oh!-Zerstörer. Irgendwann ist auch mal gut. Vor allen Dingen falsches Spiel. Doch, das endet nichts daran, dass du unsere Aufnahmeprüfung bestanden hast. Jetzt gehörst du zu uns, so mysteriös du auch sein magst. Stell dich in den Dienst der Galaktik-Expedition und hilf dabei, den Pokédex zu vervollständigen. Och, mir geht's ganz gut. Aber vergiss eins nicht, Shining. Pokémon sind furchteinflößende Wesen, die sind Herz allerliebst. Vor allen Dingen, wenn ich so ein Vieh wie Tauros bedenke. Oder ein Glurak, wenn das mal Amok läuft. Nicht zu vergessen, Despotar. Despotar macht er mit jedem Streit, dem es über den Weg läuft. Sei bei der Arbeit auf alles gefasst. Ich habe die Aufnahmeprüfung abgeschlossen. Es zieht sich halt durch so viel Text, ne? Ich hoffe, dass es in Zukunft weniger wird. Der Expeditionsleiter scheint dich als Mitglied akzeptiert zu haben. Ja, hat er. Ich bin 0-Sterne-Mitglied. Was sagt mir das jetzt aus? Ich kann im Rang aufsteigen. Toll, was bringen mir die Ränge? Den wollte ich sowieso vervollständigen. Ja, und von Arceus habe ich ja das Ziel bekommen, dass ich allen Pokémon begegnen muss. Oh, ich darf Items herstellen. Ich muss mir die Pokébälle selber machen. Na gut, ergibt schon Sinn, ne? Wir sind ganz weit in der Vergangenheit, wo es keine Läden und keine Pokémon-Center gibt. Aber Materialien kann man sich kaufen. Weißt du, die sagen, ja, komm, kauf dir das Material, aber den Ball selber, den musst du dir schon selber machen. Aber vorher mir erstmal 50 und dann nochmal 20 Pokébälle schenken. Ja, dafür brauche ich diese eine Werkbank, oder nicht, ne? Ja, was muss ich denn darüber wissen? Ja, wir bestellen ja alles von Hand her. Ist ehrlich mal auch mal ein anderes Konzept bei Pokémon. Bisher muss man bei Pokémon ja noch nie wirklich was selber herstellen. Ja, ist natürlich klar. Wenn ich da mitten in der Ebene bin, werde ich ja wohl schlecht an einem Pokémon-Center jetzt vorbeikommen. Beispielsweise. Habe ich ja gerade die Anleitung für bekommen. Wo ist denn der Handwerksladen? Wegweiser. Allein finde ich den doch nie. Zeigen Grüße, mein Name ist Shahorn. Mir gehört die Schneiderei hier. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme in die Galaktik-Expedition. Der Professor hat mich darum gebeten, die Kleidung. Och, das ist aber nett. Danke, dass du mir Kleidung gibst. Ein Alltagsoberteil und eine Alltagshose gucke ich mir gleich an. Ja, das Dorf wollte ich mir auch noch gründlich angucken. Kam ja bisher nicht dazu. Ah, da geht's zum Handwerksladen.
Sieht man auf der Karte die ganzen Geschäfte? Da ist Acker. Da ist eine Weide, da kann ich meine Pokémons abgeben. Eine Schneiderei. Ein Friseursalon. Ich kann meine Frise und meine Haarfarbe ändern. Auch mit meiner Frise bin ich eigentlich sogar ganz zufrieden. Hätte man dem Kerl hier doch die langen Haare verpassen können? Wenn ja, dann darf man es mir in die Kommentare bei YouTube schreiben. Hier im Handwerk sagen, gibt es eine Werkbank. Ah, das Teil da links, ne? Das gab es ja auch in diesem Feldlager. Ja, das Geld, das werde ich auch ausnutzen. Na dann probieren wir es mal aus. Glanzschein und Apikoko brauche ich. Ja. Ja, mit den 20 Pokébällen. Nochmal 20 geschenkt. Wer schreibt mir da gerade? Ja, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ja, das war mein erster Versuch. War das erste Mal, dass ich tatsächlich bei Pokémon irgendwas herstellen musste. Abgesehen hier, da gab es doch diesen Apikoko, diesen Bärenmischer bei Soul Silver. Da gab, da konnte man hier so Bären zusammenmischen. Ich wusste im Übrigen nicht, dass sie dasselbe machen mit den Schrumpfen. Endlich, ich kriege einen Pokédex. Es hat so lange gedauert. Und da stehen auch noch meine Aufgaben drin. Ein Satz vom Blattwerk gesehen, ein Satz von Ruheort, Tempotechnik. Es gibt Aufgaben für die ganzen Pokémon. Ach du Kacke, ich werde so lange an diesem Spiel hängen. Ich glaube, ich bleibe bei Stream-Ablagen. Aber ich mache diese Woche, die jetzt kommt, eine Ausnahme. Zum Vervollständigen des Pokédex müssen wir auch Pokédex-Aufgaben erledigen. Ich muss noch mehrere Bautze fangen. Und ich muss nochmal zur Grasland-Basis. Ja, wo die ist, weiß ich ja. Oh. Klar. Du hast einen Auftrag für mich? Lass hören. Warum sagst du es mir nicht einfach jetzt? Ja, ich habe schon vom Baupil gehört. Der will die Entwicklung vom Baumpil sehen, oder? Ah, okay, der will den Baumpil selbst haben und das dann entwickeln. Schön, dass es hier Missionen gibt. Das macht das ganze Spiel nochmal eine Ecke interessanter. So, willst du mir jetzt erzählen, was Dara Lily mag? Hm? Oh. Ich soll Dara Lily voll machen. Ja, toll. Ich kann mir gut vorstellen, dass noch ein paar Leute mehr hier einen Auftrag für mich haben. Aber man sieht auch auf der Karte, wo Nebenmissionen sind. Ja, komm, dann hole ich mir die Nebenmissionen doch eben schnell. Habe ich auch eine Sprint-Taste? Zum Glück habe ich die Pokémons ausgerüstet. Ich habe keine Sprint-Taste. Da ist der zweite mit einer Nebenmission. Der will den Marmelin offenbar sehen.
Ach so, sie können unterschiedlich groß sein. Wir werden größeres Bamelin sehen. Hallo. Ja, das stimmt schon. Ich bin so ein bisschen gut darin. Ich bin nur gut darin, weil alle anderen Luschen sind. Ich sag's nur, wie es ist. In der jetzigen Zeit, wo ich herkomme, da wäre es ein bisschen anders. Da würde man sagen, Mann, bist du scheiße im Fangen. Ist da ja gar kein Pokémon rein. Ich würde mir gerne auch die Alltagskleidung auf jeden Fall noch ansehen. Der will einen Shinux sehen. Wenn du die Ohren einen Shinux sehen willst. Falsches Pokémon. Da bitte. Los, Shinux. Hallo. Sie sieht aus wie ein Stern. Und dafür kriege ich 3 Tränke für diese Quest, die ich eh schon abgeschlossen habe mit der Prüfung da. Na. So, ich will mir die Alltagskleidung angucken. Ist ja einfach nur dieselbe Kleidung. Nochmal ein bisschen anders. Alltagsoberteil, Alltagshose. So, ich habe mal eben kurz das angepasst. Da finde ich die Forschungsuniform tatsächlich besser. Was bringt mir das eigentlich, mich irgendwo aufzuwerben? Ich werde es nie herausfinden. So, du warst der Friseur, richtig? Einfach mal gucken, was kann man hier rausholen. Okay. Wie sieht lang aus? Wunderschön. Igitt. Ich hoffe einfach, dass einer meiner Kollegen auch den männlichen genommen habe. Dann kann ich ihn ja fragen. Aber ich nehme lieber das hier als das. Weil der Forschungstruppschnitt, der sieht hässlich aus. So, und wir nehmen nicht schwarz. Wir nehmen bräunlich. Weil ich habe ja auch braune Haare. Geht es noch ein bisschen mehr in die Richtung irgendwie? Nee, Kastanie ist das Beste, was wir kriegen. Was genau färbe ich da jetzt gerade? Ich weiß nicht, was ich gerade färbe, aber ich habe es mal auf braun gemacht. Sind auch interessante Farbgebungen hier. Schon viel besser. Oder ich gucke das mal über einen Zweitspielstand. Dann so privat. Einfach nur, um zu wissen, ob der Kerl auch lange Haare haben kann oder ob der sie nur so kurz wie der Typ behalten kann. Beleber will ich auf jeden Fall haben. Das kann man bestimmt später verwenden. So, und was kann man bei dir? Kleidung kaufen, ne? Im
Modernes Oberteil, moderne Hose und moderne Schuhe muss ich mir auch angucken. Und noch eine besondere Lieferung. Ich glaube, das ist der Vorbestellerbonus. Hallo? Wie viel willst du mir denn noch schenken? Ich habe eine Pikachu und eine Evoli-Maske. Ach, so wegen Let's Go. So, was kann ich hier kaufen? Die Mützen? Definitiv nicht. So, was haben wir hier? Alltagsoberteile. Hässlich. Die Hose ist auch nicht besser. Ein Karateanzug kann man kaufen. Verdammt, sind die teuer. Sandalen. Und ich kann mir eine Brille holen. Okay. Warte mal, konnte ich hier auch Kleidung wechseln? Ja, dann kann ich mir hier doch die schon angucken. Ah, die Team Galactic-Uniform. Die Kleidung sieht super aus. Oh, ich komme mir vor wie ein Shaman. Aber das sieht interessanter aus als das andere. Was haben wir denn sonst noch bekommen? Moderne Schuhe. Und natürlich noch eine Pikachu-Maske, die man so noch nebenbei tragen kann. Ja komm, wir laufen aber mal in der Forschungsuniform rum. Auch wenn ich die Uniformen, die ich da bekommen habe, recht gut finde. Also zumindest die extravagante. Die fand ich nice. So, wir gucken jetzt noch kurz, was der Professor möchte. Und dann mache ich vorerst erstmal Schluss. Der Ladezug gefällt mir auch. So, was möchtest du, Herr Professor? Hör gut zu, Shining. Vervollständigst du das Pokédex, musst du bestimmte Pokédex-Aufgaben erfüllen. Wie der Name vermuten lässt, findest du diese Aufgaben in deinem Pokédex. Ja, habe ich gesehen. Okay, wenn ich den Abwärtsknopf drücke, während ich ein Pokémon anvisiere, kann ich gucken, ob hier mit den Aufgaben hier schon alles ist. Manchmal musst du die Pokémon fangen, manchmal gegen sie kämpfen. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst, erhältst du dafür Forschungspunkte. Und die setze ich für was ein? An dieser Stelle habe ich dir noch was Wichtiges beizubringen, Shining. Und zwar, wie du den Angriffen wilder Pokémon ausweichst. Das könnte dir im richtigen Moment den Hals retten. Ausweichen? Sieh gut her und ahme meine Bewegungen nach. 1, 2 und... Ausweichrolle. Wir sehen, so weiche ich meinen Angriff aus, Shining. Das Besondere ist hier, dass sie auch nicht nur meine Pokémons angreifen, sondern mich auch manchmal verprügeln wollen. Wenn du flink genug ausweichst, kannst du den Attacken von Pokémon entgehen. Das musst du auch, denn wenn du zu viel abbekommst, verlierst du das Bewusstsein. Wie neulich, als mich Shining Donnerschocks erwischt hat und ich ohnmächtig wurde. Jemand von Sicherheitstruppen musste mir zu Hilfe eilen. Doch kein Grund zur Sorge, ich werde dir noch allerlei nützliche Sachen beibringen. Ich bin schließlich schon länger dabei als du. Also quasi dein Mentor. Ja, schön, aber ich habe mehr Erfahrung vom Pokémon, als du jemals in deinem Leben haben wirst. Ja. Ich speichere jetzt aber. Ich habe jetzt hier mein Inventar. Das ist sehr interessant aufgebaut. Ja, ich verabschiede mich dann erstmal von YouTube hier an der Stelle. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ein Abo da lassen auf YouTube. Auf Twitch könnte man natürlich auch ein Follow da lassen.
Bis dann.